Ja, hallo liebe Leute, ich habe hier willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Diesmal mit meinem Treffsicherheitsjäger in Season 3. Der ist momentan 476, haben wir nur das normale Ehrengear gerade am Start. Skillung spielen wir so eine kleine AOE-Bild, ist wie immer unten einfach in der Videobeschreibung. Und dann haben wir noch Heckenschütze, Überlebenstaktik und Chimärenstich. Und Überlebenstaktik wurde massivst gebufft. Das ist jetzt richtig, richtig nice Survivability Cooldown. So, ich weiß nicht, was er vorhat. Er geht hier gleich mal in den Netherwalk. Er knockt den weg von mir, das ist not so bad. Wir können den sonst trappen, den Rogue markieren den hier auch mal. Ich hätte sonst biggest Damage überhaupt am Start für den Rogue. Geht er noch für den Vanish? Er geht für den Vanish. Wir hauen aber hinterher nochmal ganz kurz unser guter alte Flair raus. Dann haben wir da vorne Explosive Shot rein. Da stirbt einfach gerade alles. Oh mein Gott, ich habe so viel Damage für den Magier. Der Magier ist einfach tot. Der hat keine Chance, dass er das überlebt. Oh mein Gott, Alter. MM-Hunter immer noch komplett frech, einfach was den Burst Damage angeht. Das ist teilweise schon geisteskrank. So, was wollte ich sagen? Achso, Überlebenstaktik wurden massiv gebufft. Also das hier. Oder man kann's zwiegespalten sehen, würde ich mal sagen. Denn einerseits wurde es gebufft, andererseits auch ein bisschen nerft. Denn man muss sagen, dass das Ding jetzt einfach dir 3 Sekunden einen Omega Big Wall gibt. Also du bist halt 3 Sekunden quasi unverwundbar immer bei jedem Todstellen. Vorher hatte man halt Magieeffekte damit runtergenommen, was halt jetzt auch nicht allzu bad ist. Deswegen so ein Führen wieder, aber im Allgemeinen ist es definitiv immer noch ein ziemlich, ziemlich nicer Pick. So, den können wir schon mal deleten. Was sich noch jetzt immer lohnt als Hunter, ist Hunters Mark einzusetzen, denn dabei kriegen Ziele, die halt Full HP sind, also über 80%, nochmal bei Weitem mehr Schaden und dann kann man da ordentlich reintappen immer. Wenn man da halt maximal ausrasten will. Wir ballern hier mal Explosive Shot rein. Der geht aber schon direkt für seinen Eisblock hier. Versuchen dann vorne bei den ganzen Magiern vielleicht mal eine Slow Trap hinzulegen, falls da irgendeiner von denen sich nochmal an die Ecke wagen will. Wir können das Lasso gerade nicht stoppen. Ich habe aber so big Damage für den Schamanen hier. Der ist aber auch nochmal in seinem Wall drinnen und toppt sich geisteskrank einfach gegen gerade. Das ist ja nicht mehr schön mit anzusehen, Alter, was Heiler teilweise heilen können. Ne? Ich habe dem gerade irgendwie einen 200-300k-Hit gegeben. Der war instant wieder toppt gegen das Ding hier. So, der wird wahrscheinlich zurücktempen. Nein, wird er nicht. Da hat er wohl echt nicht reagieren können. Der DK von denen, der schnappt sich immer und immer wieder die Flagge. Wir können da vorne reinbomben. Nein, Immunes tatsächlich davor. Wir gehen hier ganz kurz fürs Todstellen und können den vielleicht finishen. Killshot geht rein. Ist schon wieder vorbei für den guten Herrn. Können uns eventuell einen Berserker-Buff einmal sichern. Gönnen uns hier vielleicht nochmal eine Slow-Trap und gehen dann von der anderen Seite. Nein, er versucht sowieso komplett wegzukommen. Geht aber hier, hoppala, voll gegen die Wand gesprungen. Geht aber hier sowieso erstmal für den Eisblock. So, wir tappen eventuell den Magi hier aus dem Leben. Killshot kriegen wir gerade noch rein, aber stirbt nicht, aber der Magier von uns, der finisht dann einfach deren. So, wir gehen hier für das Hunters Mark einmal. Wir könnten Big CD anmachen. Er hat hier zwar Cloak an, spielt aber nicht mit dem Immunity Cloak. Wir können ihn hier einmal trappen, können eventuell Steel trappen drauf, können ihn vielleicht auch nochmal aufdecken. Es sieht mir gerade nicht danach aus. Der hat sich schon wieder komplett aus dem Staub gemacht und geht da vorne schon wieder in den nächsten Zerg rein. Wir können ihn aber hier auf jeden Fall einmal noch Kill stealen, damit wir natürlich am Ende vom Piggy besser dastehen. Das sieht immer noch nicht so gut aus für uns. Ich will aber auch kein Ohr picken. Macht gerade einfach Laune, hier ein bisschen reinzuzergen ganze Zeit. Deswegen werden wir das auch einfach weiterhin beibehalten. Wir schauen mal, was der Magi hier vorhat. Wir markieren den Magi mal. Können den sonst hier nehmen. Wir können ihn gerade nicht slowen. Dachte, wir haben den Omega Slow am Start, aber wir können ihn hier aus dem Leben tappen einmal, machen hier dann Todstellen, gehen hier für den Aim Shot mit Explosive Shot, können hier für Wall einmal gehen, springen hier einmal ein bisschen nach hinten, können seine Pets vielleicht zumindest ein Steel trappen. Nein, er macht sich aus dem Staub, eventuell bleibt er in Line of Sight, dann kann ich komplett durchziehen auf den Guten. Sehr, sehr schöner Damage und da geht er auch schon down wieder. Wir versuchen auf den Schamanen hier zu gehen, trappen eventuell den anderen hier einfach weg, haben hier einmal die Trap am Start. Ich könnte ihn kicken, will aber gerade irgendwie nicht zurecht, sondern wir versuchen einfach von oben komplett rein zu rasieren in den Guten. Geben ihm dann hier ein Soft Silence. Vielleicht können wir ihn darin killen. Er hat jetzt 3 Sekunden lang Lockout, dispelt sich aber nochmal selber. Ne, er shrinket jetzt sogar raus. Da ist er natürlich dann gleich wieder fein. Wir gehen hier einmal für Todstellen, vielleicht für unseren Rack. Ne, es geht sich nicht aus mit dem Rack hier. Wir können aber eventuell hier eine Steel Trap legen. Da läuft er natürlich wieder nicht rein. Slowen hier einmal ganz kurz. Und dann versuchen wir in der Zwischenzeit den Magier in der Mitte zu filtern. Da kommt der
der Rogue Full Stun. Wenn er einen Gap lässt, bin ich fein. Eventuell, nein, ich kann ihn zwar trappen, aber der Magier, der konnte von unten komplett hochziehen. Ich finde das immer so blöd. Immer wenn ich unten stehe in dieser Grube und nach oben ballern will, treffe ich keinen. Da steht immer irgendwie außer Reichweite oder sonst irgendwas oder halt nicht in Line of Sight. Aber manchmal, da spielt es einem genauso rein, dass man komplett durchballern kann. So, wir schauen mal in der Mitte. Stehen die mit zwei Orbs einmal. Da gehen wir auf jeden Fall rein. Wir werden hier rausgesappt. Ist uns gerade eigentlich gesagt ziemlich egal. Wir haben Trinket parat. Wenn wir gestunt werden, dann sollten wir eigentlich eh fein sein. Ansonsten pushen wir ja einfach nur nach vorne. Schauen, ob wir eventuell dem Rogue hier einmal helfen können. Wir ziehen hier schon mal CDs, ballern komplett auf den DH durch, gehen hier für den Killshot, bomben hier unten einmal rein. Soft Silence den Mage, aber kicken den Schamanen und damit können wir hier einfach alle finishen. Da kommt er gar nicht drauf. Klar, vielleicht können wir hier noch für den Big Aimed auf die Range gehen, das geht sich aber auch nicht aus. Da committen wir lieber in den Schamanen rein und schauen, ob wir den vielleicht mit Killshot finishen können. Killshot geht durch und der Schamane, der ist nicht mehr. Houdini von uns hat hier einmal das Orb gepickt. Wir hauen hier gleich mal ein Leuchtfeuer rein, falls hier irgendeiner vom Respawn im Stealth durchrennen will. Sieht mir gerade nicht so aus. Das sind hier nur unsere Leute. Machtverschiebung geht raus. Wir kicken es einmal. Wir gehen für biggest Damage überhaupt. Biggest Damage geht raus. Dürfen wir komplett Line of Sight schießen damit. Er geht für seinen Wall. Das ist die Ability hier. Ist ein 70% Wall einmal am Start. Ich habe das Gefühl, dass der uns hier gleich komplett bursten will. Das geht sich aber nicht aus. Er ist schon Last Standbrock. Da kann er gar nichts machen. Da ist er down, bevor es überhaupt anfängt für ihn. So, den Rogue hinten können wir vielleicht jetzt auch raustappen, weil wir können ja komplett auf die Distanz schießen. Markiert haben wir ihn auch. Vanishen kann er nicht. Wunderschönes Ding. In der Mitte ist der DK schon wieder am Start. Wir bomben hier einmal Line of Sight rein. Wenn wir die Range kriegen, kann ich den Heiler drüben silencen. Wir silencen den Heiler drauf. Heiler kriegt in 2 Sekunden Full Silence. Da hat er den Full Silence. Wir sollen den DK deleten können. Eventuell der Schamane pusht ran für den Spirit Link. Wir kriegen hier in der Zwischenzeit wieder ins Gesicht. Wir machen hier einmal kurz totstellen. Hauen hier einen Explosive Trap rein, damit es ihn nach unten knockt, springt dann einmal Line of Sight, damit die uns von unten nicht mehr attackieren können. Können sein Pet vielleicht trappen? Okay, sein Pet läuft einmal weg, wieder ran an uns. Das ist natürlich gar nicht geil. Können aber dann eventuell den DK jetzt tappen. DK Cast geht durch und wir können ihn killshotten. DK ist down und versuchen dann natürlich auch noch den guten Hunter zu killen. Auch nochmal Killshot rein. Sehr schönes Ding. Wir versuchen dann random die Trap rein. Zu jedem kriegen wir gerade nicht. Steht nur geisteskrank knapp vor der Trap hier am Start einmal. Wir versuchen aber komplett durchzuballern und gehen jetzt nochmal mit Biggest Damage Hardswap auf den guten Demon Hunter, der da unten steht. Der springt sogar nochmal in unsere Line of Sight. Das ist ja ein Luxus. Da können wir ihn gleich komplett aus dem Leben schallern. Und wir gehen einfach auf den Heal Schamanen zusammen mit unserem Team. Heal Schamane hat hier den Soft Silence vom anderen Hand. Nee, das war sogar meiner. Ne, Moment, ich habe schon wieder komplett vergessen, dass ich das gerade gedrückt habe. Wir hardswappen vielleicht auf den anderen, geht sich gerade nicht aus, versuchen am Schamanen nochmal zu supporten. Schamane können wir gerade nicht kicken, der will hier wie wild Fake casten, ist aber schon wieder vorher down. Wir hauen wieder Leuchtfeuer hinten rein, Berserker Buff wäre ab, den kriegen wir natürlich nicht. Orbs sind jetzt in unserem Besitz, da vorne ist noch ein DK einmal mit dem Orb am Start. Wir können vielleicht hier schon mal ein bisschen Damage machen, wir jumpen seinen ersten Grip, laufen vom zweiten direkt weg, Steel trappen ihn einmal ganz kurz, gemein an der Kante, er kann uns nicht nochmal trappen, vielleicht kriegen wir den Heckenschützen durch. Bin ein bisschen sehr greedy gerade, müssen hier leider für die Turtle gehen, haben ihm aber richtig, richtig zugesetzt gerade. Ich muss unbedingt einmal nach unten und eventuell in Range von unseren Heilern. Der Grip war richtig, richtig krank gerade. Wir haben eine Explosive Trap oben, damit wir sie eventuell runternocken können. Können DK trappen, DK instant wieder Insignie. Wir gehen für den Wall hier einmal, können am DK durchziehen. Gut, da geht eine Shot. Wir kicken oben den Ray of Frost und dann ziehen wir komplett auf den DK durch mit Big Damage. Und der DK, den hat es komplett zerrissen. Versuchen den anderen DK zu killen, machen hier einmal totstellen für den 90% Wall, sprinten hier einmal nach oben, will ein bisschen auf die andere Seite rüber, können eventuell den Heiler von denen beschäftigen, der ist aber gerade kick-immun. Wir versuchen ihn jetzt mit dem Gift rauszunehmen, stirbt aber schon, bevor das Gift überhaupt dicken kann. Wir hoffen, dass uns der Heiler hier finally mal healt. Sehr, sehr schönes Ding, markieren einmal kurz den Hunter. Hunter kriegt biggest Damage, wir haben Explosive Shot, alles auf ihm drauf, können nur gerade nicht durchcasten. Wir können hier nochmal einmal slowen, er backjumpt nochmal, gehen einfach nur für Cane Shot, maybe into Kill Shot. Geht sich gerade hinaus, springen hinterher, Killshot geht durch.
Und den Hunter, den hat es auch komplett zerrissen. So, die versuchen wieder ein Orb zu nehmen. Wir gehen hier für Heckenschütze. Maybe geht's durch, geht komplett durch. Biggest Damage komplett am Demon Hunter durch. Springt auch wieder in unsere Line, können direkt finishen dadurch. Das war nicht so der Move von seiner Seite aus gesehen. Wir versuchen eher den Magi hier zu fokussieren. Den DK, den trappen wir hier einfach mal raus. DK shrinket wieder, so schnell kann es gar nicht schauen. Wir versuchen den DK zu knocken, versuchen ihn nochmal zurückzugehen. DK rennt nochmal rein. Wir müssen ja mal shrinket machen, hier einmal kurz totstellen. Gehen hier einmal für die Root Trap, damit er uns nicht hinterherkommt. Dann können wir vielleicht Line of Sight gehen. Er hat nochmal den Lucky zweiten Grip. Laufen wir Line of Sight, damit er so weit wie möglich runterdroppt, bevor wir wieder in seine Line gehen müssen. Und dann können wir hier auch nochmal finishen. Das ist ja ziemlich, ziemlich knapp hier die ganze Zeit. So, der Demon Hunter, der rennt da oben rum. Wenn er ganz kurz in Line kommt, dann kann ich ihn einmal rausfischen. Sieht mir gerade nicht so aus. Versucht hier wegzurennen. Wir können hier nochmal für den Backjump Play gehen. Vielleicht kommen wir hinterher. Heckenschütze geht sich nicht aus. Wir versuchen hier irgendwo den Pfeilhagel zu platzieren, aber der Explosive Shot hat und dann zerreißt ihn da hinten einfach im AOE mit drinnen. Der Schurke kommt wieder ran. Schurke steppt hier einmal rein. Wir müssen unbedingt nach unten pushen. Hier einmal machen direkt totstellen. Trappen den DK. DK ist hier full trap. Wir können komplett durchziehen und kommen mitten dann mit allen unseren Cooldowns in den DK rein. Wir können aber für den Backjump gehen, wird uns wieder grippen. Nein, er grippt uns nicht. Wir können ihn tatsächlich hier finishen, ohne dass wir es machen können. Wir können jetzt diesmal auch nach oben casten. Sie ist ja vorher noch drüber aufgeregt. Jetzt geht es leider nicht, steht zu weit hinten. Aber 19 Kills, einen Tod, 27 Millionen Damage. Das war schon mal definitiv keine schlechte Runde Nummer 1. Zweite Runde geht's ins Arati-Becken. Da werden wir gleich mal feststellen, wie das hier läuft. Aber wir haben auf jeden Fall sehr viele Rogues. Die scheinen gerade Dreier-Aktionen an Goldmine anzureißen. Ich hoffe mal ganz, ganz stark, dass die das auch schaffen und dass es jetzt keine Fiesta wird da unten. Das wäre sonst ein bisschen bitter. Bei denen gehen alle einfach für Sägewerk, wie es aussieht. Das waren so viele Leute und das sieht auch nach einer kleinen Pre-Med aus. Ich habe gar kein gutes Gefühl gerade, was da vorne gerade geschieht. Wir hauen auf jeden Fall mal ein Leuchtfeuer rein. Wir hauen gleich mal eine Slow Trap rein und schauen, dass die hier gar nicht erst so weit nach vorne pushen können. Hauen dann hinten gleich mal den ganzen Bombing-Stuff rein. Der will uns ja auch schon direkt openen, wie es aussieht. Wir versuchen gleich mal auf den Rogue zu gehen, aber der geht schon für Evasion. Auch hier kriegen wir nichts durch. Der ist im Blur, der ist Invasion, der kann... Da kannst du nichts machen, hier kannst du nichts machen. Bitter, bitter, bitter. Der zweite Rogue, der stealtht hier wieder raus. Jetzt geht er wieder rein. Wir können ihn vielleicht tappen hier. Wir gehen massiv mit Damage rein hier. Killshot geht gerade nicht durch, wird gerade nochmal geheilt. Eventuell können wir den einen oder anderen runternocken. Na, wird auch schwierig. Wir können aber den Heiler von ihnen einmal silenzen. Gotteshymne wurde direkt gekickt. Wir hardswitchen für den Demon Hunter. Demon Hunter fängt sich aber vorher nochmal. Wir kriegen nochmal einen Coil. Sieht doch trotzdem recht gut aus für uns bis jetzt. Wir können den vielleicht finishen. Nein, da geht gleich der nächste Defensive raus. Wir kommen einfach nicht hinterher mit all den Defensivmöglichkeiten, die hier mit am Start sind. Wir haben den DH hier einmal geslowt. Der hat auch noch Dots drauf. Eventuell geht er hier down. Auch der hier scheint Gruppenanführer zu sein, wie wir im Krönchen sehen. Aber der krepiert hier an den Druiden Dots. Ganz, ganz bitter. Wir haben aber die Mitte nicht eingenommen. Nein, wir haben die Mitte nicht. Achso, ich hätte Slow voll bekommen, da habe ich gerade gar nicht aufgepasst. Sonst hätten wir auch von oben einfach runterspringen können. Jetzt schaffe ich natürlich auch die Kistenjumps nicht mit dem Slow voll, weil das segle ich gerade ein bisschen zu weit. Das ist natürlich auch ungut, aber ich glaube auch nicht, dass viele Schmiede deffen. Oder doch, da ist ein Priester. Einmal Priester shrinket den ersten Global. Wir können gleich mal Damage committen ohne Ende. Da geht so viel rein jetzt. Wir schauen, ob wir ihn dann einfach finishen können. Er double healt sich zweimal voll und dann können wir ihn sonst auch komplett ausweisen von der Base, damit er hier gar nicht mehr Anti-Tap überhaupt spielen kann. Da hinten verschiebt einer Richtung unseren Hof. Scheint ein Hexenmeister gewesen zu sein. Genau, der will hier gerade komplett nach hinten durchlaufen. Deswegen können wir schon mal präventiv zu unserer Base gehen. Schauen, ob er da überhaupt rankommt, aber nicht. Aber der Schurke scheint den eh abfangen zu gehen. Wie schauen wir bei Sägewerk aus? Sägewerk könnte eventuell Ink sein. Die Mine aber tatsächlich verloren. Das ist kein der Bitter, obwohl wir hier mit der Dreier Rogue Action unten sind, aber alle Last Stand Brock von den Rogues, das scheint wohl nicht so gelaufen zu sein, würde ich mal sagen. Was haben wir hier oben? Hier oben ist einmal ein Hunter. Für den Hunter können wir hier mit Huge Tap openen und der hat es auch direkt hinter sich hier. Dann brauchen wir eigentlich hier auch nicht weiterhelfen. Wir können ihm einmal eine Flare da lassen, vielleicht decken wir mit Glück noch irgendwas auf. Sieht mir aber gerade nicht so aus. Ist einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen, damit da auch wirklich nichts passiert gerade. So, wie schauen wir drüben aus? Der Hof ist fein. Schmiede sehe ich auch gerade gar nichts. Die scheinen alle da vorne im Main-Zerg festzustecken, der sich hier gerade vor der Schmiede
spielt, da sollten wir eventuell zurückgehen. Da kommen gerade Hunter-Pets ohne Ende. Ich glaube, das sind zwei Beastmaster-Hunter, wenn ich mich nicht irre. Sah zumindest stark danach aus. Genau, da kommen sie auch schon ran. Auch hier wieder Premade mit am Start. Da haben wir einen Rogue auch mit am Start. Wir können den Rogue vielleicht trappen und dann gehen wir vorne für den Damage rein. Biggest Damage geht rein. Wir schauen, dass wir den hier eventuell Steel trappen können, damit er nach wie vor nichts mit uns machen kann. Und nach der Steel Trap können wir ihn dann noch normal einmal trappen. Wir schauen, dass wir hier nochmal einen Slow reinballern und dann ist der hier eh schon komplett am Limit. Wir gehen hier einmal für Totstellen ganz kurz und das sollte eigentlich schon passen. Wir können ihn sonst hier einmal trinketten into Scatter. Nice. Da geht ja gar nicht durch, wir können es uns hier einfach wollen. Können ihn nochmal markieren, geht aber hier schon für den Cloak und alles. Das heißt, wir gehen einfach für die Shell, warten hier ein bisschen, schauen, dass wir ihn gleich wieder flaren können, beziehungsweise markieren können. Wobei, markieren kann ich ihn gerade gar nicht, das ist natürlich mies jetzt, weil wir gerade eben schon markiert haben. Und dann haben wir natürlich kurz einen Cooldown drauf. Vielleicht können wir hier hinterher, ganz, ganz vielleicht nicht im Sichtfeld. Das ist natürlich ungut, wir können da vorne nochmal reingehen, bomben hier einfach rein in ihn, schauen, dass er hier ordentlich ins Gesicht kriegt von unserem Explosive Shot. Dann können wir da vorne nochmal eine Flare reinballern, markieren ihn nochmal, damit er nicht mehr wegkommt und dann können wir ihn komplett niederschießen beziehungsweise vielleicht noch slowen, geht sich gerade nicht aus. Der fliegt hier raus. Der hat gerade absolut gar keinen Bock mehr und wir haben den 5-Gap. Er springt genau in die Arme von unserem Schurken. Auch dort wird es sich wahrscheinlich nicht lange für ihn lohnen. Das sieht mir sehr massiv aus, dass wir das vielleicht instant holen. Nein, da hat natürlich wieder keiner die Stelle gedefft. Sonst wäre das gerade ein Insta-Win gewesen. Wir können schauen, dass wir vorne nochmal rankommen. Ich glaube aber, dass die fast Säge inken. Das heißt, wir gehen eher zur Säge hoch. Das sind nämlich zwei Stück. Und unser Rogue, der ist gerade alleine. Weil wir sehen, da hinten ist noch so ein Nachzügler mit am Start. Ich kann eventuell einen knocken, wenn sie sich ungut platzieren. Aber sind natürlich überhaupt schon da, bevor überhaupt die ganze Action anfängt. Spielen natürlich komplett Max Range, wir wollen ja nicht, dass uns hier irgendeiner grippt und dann können wir hier komplett ausrasten auf diese Distanz und sollten ihn eigentlich killen können, bevor er irgendwas machen kann. Sehr, sehr schönes Ding, erster Tod, wir markieren gleich den zweiten, haben hier auch wieder biges Damage mit am Start. Ich will eher für den Mönch gehen als für den Hunter gerade, wir können sonst den Hunter hier einmal trappen. Nein, es geht sich gerade nicht aus, der Mönch, der rollt hier einfach rein. Den anderen könnte ich vielleicht sonst rausnehmen gerade, wir Steel trappen hier einmal den Mönch, damit er hier nicht hinterherkommt. Gehen hier nochmal für den Damage. Routen ihn eventuell nochmal. Hauen auch die Trap wieder daneben. Es läuft und läuft einfach nicht. Wir gehen hier für die Explosive Trap, aber kriegen ihn gerade nicht runter. Er disarmt uns hier nochmal. Geht hier nochmal für seinen Wall, aber er kann im Endeffekt eh nichts mehr machen. Das ist eh schon komplett vorbei für ihn. Gehen hier für den Killshot. Schauen, dass wir Max Rain spielen. Und da ist er auch schon down. Sehr, sehr schönes Ding. Nur noch die Base kurz antitappen für 10 Sekunden. Und dann haben wir tatsächlich einen zweiten, sehr, sehr massiven Win mit reingefahren. Da brauchen wir eigentlich sonst gar nichts mehr gerade machen. Das sieht mir doch mal sehr lecker aus, wie das hier heute läuft. Schauen wir, ob da vorne noch irgendwas kommt. Ich sehe nichts. Base wird eingenommen. Sehr, sehr schönes Ding. Und damit sollten wir eigentlich auch schon den Win mit reinfahren normalerweise, weil jetzt gehen die Ressourcen halt massivst nach oben, wie man jetzt sehen kann. Wir können da vorne vielleicht nochmal in den Zerg ganz kurz reingehen, schießen einmal in den Mönch rein. Mönch kriegt massiv ins Gesicht, Killshot geht raus. Da haben wir uns nochmal einen Kill gesichert, vielleicht auch nur den Schurken snacken. Wir hauen nochmal Leuchtfeuer rein, kriegen ihn aber wahrscheinlich gerade nicht. Schade, schöne BGs. 8 zu 0, 9,6 Millionen Damage, auch hier wieder massiv rasiert und ich würde mal sagen, lasst uns gut sein mit dem Hunter, waren auf jeden Fall sehr, sehr sicke BGs mit dabei, ich hoffe auf jeden Fall, dass sie euch gefallen haben, wenn ja, Däumchen nach oben, wenn ihr noch Fragen habt, wie immer ab damit unten in die Kommentare, vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Networks folgen, alle Links mit unten in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein, ciao.